Ja, wir sind im Atelier von Claudia Larcher in Wien. Ein ganz großartiges Atelier mit einer tollen Aussicht und vor allem kann man unglaublich viel hier entdecken. Zwei deiner Arbeiten sind schon in der Sammlung des Landes Vorarlberg. Eine Näharbeit und ein kleiner Objektkasten aus einer Serie, wie sie auch hier im Atelier zu sehen sind, ähnlich. Im Jahr 2016 wurden zusätzlich drei Videoarbeiten von dir angekauft. Diese Videoarbeiten, die so eigentlich deine Hauptarbeit darstellen. Und es wurden drei Arbeiten gekauft, die so immer im Abstand von ein paar Jahren entstanden sind und die, glaube ich, so drei Punkte in deiner Arbeit auch markieren. Die erste Arbeit ist eine von 2008 mit dem Titel Heim und ist eine Aufnahme, ein Video, das sich durch ein Haus bewegt, von oben nach unten. Kannst du darüber ein bisschen was erzählen? Okay, ja, Heim, das war meine erste Arbeit, wo ich mich mit der Technik der Videoanimation befasst habe in dem Ausmaß. Und mir ging es eigentlich bei der Arbeit selbst um die Darstellung des Unheimlichen. Mhm. Und da war es dann nach einiger Recherche irgendwie klar, dass wenn ich mich mit einem Gebäude auseinandersetzt, das ich mein Elternhaus auswähle, weil es da den schönen Text von Freud gibt über das Unheimliche und er eben auch sagt, dieses Moment, wenn etwas unheimlich wird, ist, wenn das Heimelige oder das Vertraute plötzlich sich verändert oder skurril oder eben dann in Folge unheimlich erscheint. Das heißt, es ist dein Elternhaus, ist das auch das Haus, in dem du aufgewachsen bist? Ja. Also diese Vertrautheit des Heims und dann kehrst du nach Jahren zurück, den du nicht mehr da lebst und entdeckst sozusagen das Unheimliche im Heimlichen. Genau. Ja. Du bewegst dich, also es ist eine Collage, wie du schon gesagt hast. Für den Zuschauer sieht das aus, als wäre das eine Kamerafahrt, eine nicht enden wollende Kamerafahrt. Wie arbeitest du? Also ich filme grundsätzlich nicht, sondern ich fotografiere den Raum. Mhm. Und dann quasi habe ich die Möglichkeit, Räume zu zeigen, die ich zeigen will und lasse das meiste weg. Mhm. Was in der Kontinuität der animierten Collage dann wieder so wirkt, als würden die Räume nebeneinander liegen, was halt auch dadurch, dass sie mir ja in der senkrechten Beweg unmöglich ist eigentlich. Ich arbeite auch noch gern mit diesen Täuschungen, weil das Videobild scheinbar objektiver Blick ist. In dem Fall, in meiner Arbeit, ist es rein ein fiktiver, subjektiver Blick, weil ich ja dazu auch noch Größenverhältnisse verändere, Skalierungen stimmen nicht, man hat dann unendlichen Fokus, unendliche Schärfe. Und dann eben auch noch die Mischung mit Videofragmenten, wo man dann auch den Betrachter täuscht, indem er glaubt, er hat es vielleicht irgendwann entschlüsselt, dass es auf Fotos basiert, aber durch diese Kombination dann wieder so eine Irritation entsteht. Ganz eine große Rolle spielt in allen drei Arbeiten auch der Ton, der Sound. Hast du mit allen drei Arbeiten mit derselben Person zusammengearbeitet? Bei den letzten zwei Filmen, also bei Heim, habe ich den Sound selbst gemacht noch. Irgendwann war es mir dann ein Anliegen, weil ich finde, dass man über einen Sound, dass es eigentlich auch eine eigenständige Kunstform ist und dann in der Kombination im Film, im Kino, da die Möglichkeiten einfach größer sind und es auch irgendwie gut ist, wenn man sich dann wen dazu holt. Also in dem Fall war es Konstantin Popp. Ja, der bei der zweiten und bei der dritten Arbeit für den Sound verantwortlich war. Die zweite Arbeit war Empty Rooms von 2011. Das heißt, immer noch der Raum als Ausgangspunkt funktioniert auch ähnlich in dieser scheinbar endlosen Kamerafahrt. Aber im Gegensatz zu diesen vertrauten Räumlichkeiten von dem Video von 2008 sind das jetzt öffentliche oder halböffentliche Räume. Genau. Also in die meisten Räume habe ich fotografiert während meiner Ausstellungstätigkeit. Einfach, das war plötzlich eine Sammlung an Bildern da. Also man wird quasi eingeladen, eine Ausstellung zu machen. Betrachtet dann die leeren Räume in einem Ausstellungsraum und konzipiert dann quasi
eine Ausstellung. In dem Fall fand ich irgendwann die Bilder von diesen leeren Ausstellungsräumen interessant, weil es auch oft Institutionen sind, die wandern, die die Räume adaptieren, wo grundsätzlich immer Wände eingezogen werden, Fenster verbaut werden, was auch wieder unheimlich ist, wenn man von der Proportion merkt, dass die Räume so nicht geplant waren. Also es ist zum Teil auch unheimlich. Und dann eben waren das immer so semi-öffentliche Räume. Und zu der Zeit war Konstantin Popp eben auch beschäftigt, sich mit leeren Räumen zu beschäftigen. Und zwar lebt er in Manchester und hat dort die Industrieanlagen aufgenommen. Also er macht dann vor Ort Aufnahmen bis hin zu seinem Kühlschrank zum Beispiel. Und das Musikstück war eigentlich schon fast fertig. Und ich habe dann quasi das Video auf dieses Musikstück also komponiert. Aber das war dann ein ganz anderer Ansatz. Das waren alles Ausstellungsräume bei Empty Rooms, leere Ausstellungsräume. Was ich ganz markant finde, ist natürlich, dass es die Farbe Weiß ist da natürlich vorherrschend. Diese quasi objektive Atmosphäre von diesen leeren Räumen, die aber nie natürlich, die sind nicht leer. Du hast schon diese Einbauten angesprochen, Verschiebungen, Brüche, Ecken, die eigentlich so nicht auftauchen. Und genauso die Farbe Weiß, die ja, das ist ja nie ein Weiß. Du gehst sehr nahe dran mit dem an die Wände und Brüche und Risse und verschiedene Farben, auch immer mal wieder Schleifspuren, wenn etwas an die Wand gedrückt wurde. Also da spielen sich ja ganz viele Geschichten ab. Was hat dich interessiert an den leeren Ausstellungsräumen? Also wie du schon gesagt hast, eben diese Abnutzungserscheinungen, also auch wo man die Benutzung des Nutzers erkennt. Ja, also ob man über einen leeren Raum kann man auf seinen Nutzen schließen, weil ich doch glaube, dass Räume auch Menschen beeinflussen, Wohnräume oder auch Arbeitsräume. Und also in Empty Rooms sieht man auch sehr stark immer wieder diese Auflösung von einem Raum. Also auch diese Unsicherheit oder auch dieses Brüchige, was so Umgebungen auch haben. Also obwohl es in Beton gegossen ist, ist es doch eine fragile Angelegenheit, so eine Architektur. Was passiert, wenn man jetzt diesen Raum über die leeren Ausstellungsräume in einem Ausstellungsraum zeigt? Das Video ist ja schon gedacht, um auch Ja. gezeigt zu werden. Was passiert da für dich in dieser Doppelung, Vervielfältigung? Ich projiziere ja gerne eben an eine Wand, Genau. auf eine Ausstellungswand, am besten die komplette Wandfläche idealerweise. Und da klappt sich dann eben so ein Raum auf. Also dieser Realraum wird durch diesen digitalen Raum auch erweitert. Also auch der digitale Raum, der eigentlich auch immer wichtiger wird in unserer Welt, jetzt auch mit Virtual Reality, wo auch vielleicht die Ästhetik fast schon einer Computeranimation oder sowas 3D-simulierten ähnelt. Und auch ein bisschen diesen White Cube zu hinterfragen einfach. Also das wurde schon theoretisch abgehandelt. Und ich finde es in meiner Ausstellungstätigkeit auch immer wieder wichtig, die Räume, in denen man die Arbeit zeigt, zu hinterfragen bzw. zu thematisieren oder ja, einfach auch versuchen, vielleicht eine neue Art von Ausstellungsraum anzudenken in der Zukunft. Und diese Kunst, auf diese Konstruiertheit natürlich Genau. hinzuweisen. Aber dieses Elitäre. Mich würde interessieren, könntest du noch ein bisschen mehr über die Technik erzählen, wie du mit den Bildern umgehst, wie du sie aneinanderreihst, wie du das erzeugst, dass beim Betrachter dass eine ganz fesselnde Atmosphäre entsteht. Du baust das baust das sehr filmisch auf, unterstützt natürlich durch die Musik. Wie genau ist deine Dramaturgie? Wie machst du das? Also von der Technik fand ich es immer interessant, weil ich dann auch angefangen habe, analoge Collagen zu bauen. Von der Technik her kollagiere ich diese Fotos wie meine Objekte oder diese Objektcollagen. Da ist natürlich auch der Link zu den Arbeiten, die schon in der Sammlung sind, Genau. die da hintereinander gestaffelten, So die diese Collage, die dreidimensional anmutenden ganz genau. Szenerien. Und
Die Dramaturgie, ja, natürlich, also ich komme eigentlich ja aus dem Film oder aus der Medienkunst und zwangsläufig vom Film und finde es schon interessant, wie man Narration suggerieren kann, ohne dass man was erzählt, beziehungsweise ich benutze jetzt nicht die klassische hollywoodsche Narration, sondern ist es eher assoziative Kette, mit der ich arbeite, wo es dann eben auch immer diese Loop-Form gibt, oft bei meinen Arbeiten, wo ein Raum sich wieder schließt, wo ich glaube, dass es auch wieder was Abgeschlossenes beschreibt, wo es so einen Spannungsbogen gab, wenn man das Video von Anfang bis Ende anschaut. Also auch nachdem es mir immer ein bisschen um dieses Unheimliche und künstlich Erzeugte ging, fand ich es immer interessant, auch Emotionen im Betrachter zu erzeugen, indem ich halt auch damit spiele, natürlich, mit dem Blick. Und also ich habe mal, also meine Studien Objekte waren dann so Hitchcock-Filme auch. Also wo man dann merkt, wenn Also die klassische Suspense aufzubauen. Also das ist schon, genau. das meinte ich mit der. Und oft gibt es Close-up auf eine Türkante oder eine Wandkante, wo sich dann was auftut und man erwartet immer das Grauen. Und bei mir stellt sich es halt nie ein. Aber man ist da schon irgendwie durch den Fernsehkonsum, glaube ich, ein bisschen trainiert. Ich finde ganz besonders stark ist das auch beim dritten Video bei Self von 2015. Das erste Video, über das wir gesprochen haben, war ein Haus, das einmal deines auch war, in das du aber zurück bist dann als ein Betrachter, der da nicht mehr lebt. Das zweite halböffentliche Räume und der dritte Raum, der erforscht wird in diesem dritten Video, ist der persönlichste. Das ist der Körper, die Haut. In dieser Dramaturgie, wie hast du dich dahin entwickelt und worum geht's da? Ja, schwierig, das dann so abzukürzen, aber nachdem ich mich sehr viel mit Architektur und diesen Hüllen beschäftigt habe, weil Architektur auch eine Hülle ist, sage ich mal, nach der Kleiderhülle, dann kommt die Innenraumhülle, dass es irgendwann für mich klar war, dass es diese Hauthülle gibt oder auch diese Identifikation oder eben dieses Selbstbild, das man hat, das natürlich sich nicht deckt mit dem, was das Selbstbild von der Außenwelt auf einen selbst wieder ist. Und auch so diese Diskrepanz, wo immer, wo sich ein Spannungsfeld auftut, da finde ich es interessant, irgendwie weiter zu recherchieren. Und ich behandle diese Hauthülle ja eigentlich wie eine Architektur und beschreibe auch so einen Körper, der aber weder männlich noch weiblich ist. Also ich wollte irgendwie von dieser Ästhetisierung des Körpers weg, das wir jeden Tag so auf der Straße erleben über die Werbung, und ein bisschen wieder zurück zu was ist ein Körper, was kann Haut? Es ist eben dieses durchlässige Gewebe. Im Gegensatz zu einer geschlossenen Oberfläche, wie sie ja permanent uns suggeriert wird, dass es Genau. ist, ein geschlossener Körper, da legst du den Fokus ganz stark auf die Poren, auf die kleinen Härchen, auf die Mulden, auf die Überschneidung, auf diese Zwischenräume. Und so, das, was du vorhin anhand der Narration erzählt hast, dass man immer hängen bleibt in dieser Erwartung des Unheimlichen, des Grauens, aber es löst sich nicht ein. Das findet natürlich auch permanent da im Bild ja auch statt. Obwohl bei Self habe ich das Gefühl, dass viele halt erwarten, dass man jetzt mehr sieht. Also immer dieser erotische Aspekt, der dann sofort, wenn man nackte Haut sieht, natürlich passiert in der Imagination und man halt wissen will, wie dieser Körper ganz ausschaut. Aber die Prozesse überlasse ich dann lieber dem Betrachter, indem er sich das dann halt im Kopf zusammenbaut. Aber sie spielen eine Rolle. Also, Absolut, ja. Ja, vielen Dank für das Gespräch, kurz über diese drei Arbeiten. Man könnte noch viel länger darüber sprechen. Danke dir. Bitte.